In Afrika stehen im Frühjahr 1942 die deutschen Truppen vor einem Durchbruch. Al-Mashi soll dabei helfen, mit einer spektakulären Geheimdienstaktion in der Wüste, der Operation Salam. Al-Mashis Fahrtentagebuch der Operation Salam, 17. Mai 1942. Er hat sich vorher weiter oben im Norden ziemlich verloren. Das erste, was er wieder erkennt, ist der Punkt 1020, ein eckiger Felsturm. Das müsste der einer von diesen Zeugenbergen da oben sein. Ja, hier auf der Karte gut erkennbar. Ja, genau. Auf jeden Fall 20 Kilometer ist die eine Angabe. Das kann sich also nur nicht um diese Region halten. Und dann heißt es, schließlich umrunden wir den Südwestvorsprung des Gilfkebir. Und das kann meiner Meinung nach, zumindest laut den Satellitenkarten, ist das genau das, wovor wir uns befinden. Er umrundet ihn und dann sieht er in einer tiefen Felsöffnung unweit vom Wadi Anak, also Richtung, Wadi Anak sagst du als Wadi des Flaschenhalses, das müsste deiner Meinung nach wo sein? Parallel verlaufen, also hier ganz gut auf der Karte zu sehen. Also unweit des Wadi Anak, ja. In einer tiefen Felsöffnung suche ich uns ein Versteck, eine richtige Räuberhöhle. Auch wenn man hineinfährt, sieht man uns nicht, bevor man um die letzte Ecke vor uns herumgefahren ist. Ja, wo sind wir jetzt? Ja, das ist das Teil hier vorne. Das ist die Schulter vorne.